Ich kann nicht glauben, dass du Cell gefeuert hast. Natürlich habe ich das, du intrigantes Weib. Ich kann doch keine 2 Meter große Kakerlake in meiner Küche beschäftigen. Wir haben geschlossen. Sag das lieber denen. Wer weiß, welch schreckliche Wahrheiten sich hinter den beschlagenen Scheiben der Seelen unserer Nachbarn verbergen. Unsere Helden tun das gewiss nicht. Sie sind nur erleichtert, einen Hafen gefunden zu haben, wo sie vor der halbnackten Horde, die sie seit dem Triumph über den verrückten Salmon Mac verfolgt hat, sicher sind. Aber bald werdet ihr und die Freelance Police die quietschenden Verschläge öffnen und ungeschickt die stockigen Vorhänge zurückziehen müssen, um die schrecklichen Geheimnisse aufzudecken, die sich jenseits der Puppengasse verbergen. Also, nachdem ich Max' Gehirn zurück in seinen Körper gestopft hatte, wurden wir plötzlich von Horden hirntoter Simulacra angegriffen. Ich ziehe Doppelgänger vor. Wir dachten, dass sie nur diese Spielzeugkiste wollten. Aber nachdem wir die weggeschmissen haben, interessierten die sich plötzlich für uns. Eigentlich glaube ich, dass die eher an mir interessiert waren. Nein, nein, nein! Wir rannten zum DeSoto. Aber er war von einer Bande Ichs umzingelt. Also seid ihr schnurstracks hierher. Wo sonst könnten wir uns besser mit Dosenvorräten und Munition für die bevorstehende Zombie-Sam-Schlacht eindecken? Ich glaube nicht, dass das Zombies sind, Max. Zombies, Klone, Roboter, ist doch egal. Solange ich nur irgendwas abknall. Himmel! Als wäre es an der Zeit, den Sammagen zu brüllen. Sag mir, dass du einen Weg hier raus weißt, Sam. So, und damit willkommen zurück. Also, super. Ja, ist an. Ja, willkommen los doch, ihr fetten Deppen! Holt euch eure Portion von Stinkys Kochkünsten! 4, die vorletzte Episode. Und, ja, ihr habt jetzt die Story. Zurück, du teuflisches Vieh! Hey, Donkey Bongo, willst du uns nicht bei der Verteidigung helfen? Nein. Was ist mit General Stund Café passiert? Sam ist passiert! Max behauptet, dass ich ihn in einer alternativen Realität zum Affen gemacht habe. Dass ihn zu einer Hülle seiner einstigen Affigkeit reduziert hat. Tut mir nicht weh. Natürlich hat die Tatsache, dass er von hunderten halbnackter Versionen des neuen Alpha-Männchens verfolgt wurde, auch nicht gerade geholfen. Gut. Ihr wisst ja noch, dass hier irgendwo dieser Geheimknopf ist. Zum Geheimgang runter. Sieh mal, das ist der Knopf, der den Geheimgang in die Kanalisation öffnet. Weniger reden, mehr drücken.
Mir fallen langsam keine witzigen Arten mehr ein, wie ich dir ins Gesicht schießen kann. Caesar, öffne dich. Hey, Stinkies! Was ist mit eurem Geheimgang passiert? Geheimtunnel? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Okay. Portionsverpackte Erdnussbutterbällchen? Nein! Seit Mrs. Dullhage sich aufgebläht hat wie ein Kugelfisch, haben mich meine Sesselfurzer von Anwälten gezwungen, Erdnussbutter nur noch streng portioniert anzubieten. Ich wusste gar nicht, dass deiner Kunstfehler Anwälte beschäftigen. So, dann fahren wir mal Stinky. Stinky! Oh toll, der Vorbote des Untergangs. Ich sehe, dass du und Opa Stinky in die Tellerwurf-Phase eurer Beziehung eingetreten seid. Ach das, das war gar nichts. Opa hat gerade meinen Koch gefeuert, ohne mich zu fragen. Ich war etwas verärgert. Wer wäre das nicht? Aber du weißt ja, wie die Leute sagen. Nichts geht über einen Angriff von dicklichen Scheußlichkeiten, um die Perspektive wieder gerade zu rücken. Sagen die Leute sowas wirklich? Warum hat Opa Sal überhaupt gefeuert? Das ist eine Privatangelegenheit zwischen mir und Opa. Im Moment jedenfalls. Was glaubst du, hat es mit diesen gefährlich gut aussehenden Simulacra auf sich? Doppelgänger. Ich schätze Klone. Wirklich? Oder Kommandotruppen aus einem Paralleluniversum oder Pastetengolems. Oder vielleicht ist es mir ganz egal, weil es gar nicht mein Job ist, solche Sachen herauszufinden. Entschuldige, dass ich deinen Freund kaputt gemacht habe. Freund? Welcher Freund? Ich habe keinen Freund. General Stunkaffe. Ihr zwei schien ganz gut miteinander klarzukommen, bevor Max und ich ihn in den Strafraum geschickt haben. Stunkaffe? Der ist nicht mein Freund. Ich meine, schaut ihn euch doch an. Ich habe eine witzige Idee. Warum hilfst du uns nicht, die Sams zu bekämpfen? Allein schon deine Persönlichkeit könnte vermutlich ein Dutzend von denen auf einmal platt machen. Nur zur Information. Ich versuche, die Autoritäten anzusitzen, damit die Hilfe schicken. Klar. Schon Glück gehabt, die Autoritäten anzusimsen? Noch nicht. Aber ich sag Bescheid, wenn ich einen Durchbruch habe. Mach das. Gut, und jetzt Geheimgang. Was ist mit dem Geheimtunnel passiert? Geheimtunnel? Du weißt schon, der unter dem Tisch da drüben. Wie immer habe ich keine Ahnung, wovon du redest. Mal im Ernst, warum funktioniert dein Geheimtunnel nicht mehr? Ganz im Ernst, ich weiß nicht, wovon du redest. Tja, ich sehe, dass du... Hey, viel Glück dabei. Wir haben ja noch Max und seine übersinnliche Fähigkeit. Wir können ja mal nicht so, was Stinky macht. Ihr habt schon verstanden. Mr. S. ist... Ah ja. Manchmal wünsche ich mir, dass deine Zukunftsvisionen etwas ausgedehnter wären, Max. Ich muss das unbedingt an ein paar Hündchen ausprobieren. Ein Messer. Okay. Wir gucken uns mal das Radio. Also ich weiß schon, was ich machen muss. Hast du gesehen, wie es den hingelegt hat? Köstlich! Kaffee legen, wenn es losgeht. Und der hasst es jetzt noch. Er sagt, könntest du jetzt nicht mehr. Hey, gute Idee. Vielleicht können wir diese fürchterliche Belagerung ja in ein unausgegorenes, rhythmusbasiertes Minigame verwandeln. Wir wiederholen. Halbnackte Arbeiter und ähnliche Wesen brauchen Armor. Einzelheiten bleiben unklar. Aber es gibt zahlreiche Berichte, dass die molligen Hundeartigen in Häuser einbrechen und die Spielsachen der Kinder stehlen. Tja, das dürfte einige Kinder mit Therapie nötig machen. Was, Chef? Wow, mach langsam, Großer. Mir geht die Mollig-Anspielung hier auch nach. Aber das ist noch kein Grund, sich zum Affen zu machen. Geschmeidig, Sam.
Diese teuflische Stadt hat mir meine Macht und meinen Stolz genommen. Aber ich will ein polarianischer Pavitsch sein, wenn ich ihnen mein letztes Spielzeug überlasse. Hey, der Affe macht einen Kartentrick. Ich glaube nicht, Max. Die sehen aus wie die Gedankenlesekarten aus deiner finsteren Zukunftsvision, die nie eingetreten ist. Oh ja, gib's her! Sie dir geben? Wohl kaum! Mit diesen Karten werde ich von diesem Gorilla verlassenen Planeten fliehen und ihn aus dem Orbit in Stücke schießen! Und dann wird... Ah! Nein! 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 Wow, das war schrecklich. Vielleicht hätten wir was unternehmen sollen. Ach, der wird schon wieder. Fangen wir an, ein paar Gedanken zu lesen, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Ja, super. Das, So. Dick und doof nicht hinschaut, verschwinde ich durch meinen Ersatztunnel. Ein Ersatztunnel? Genial. Wirklich? Ich hätte gedacht paranoid oder vielleicht albern. So. Weißt du, für eine so schreckliche Belagerung fühle ich mich erstaunlich ruhig. Stinky? Was? Ersatztunnel. Okay, Stinky. Wo ist dein Ersatztunnel? Was? Du hast schon verstanden. Der Ersatztunnel. Ich weiß nichts über einen Ersatztunnel. Yep. Ersatztunnel. Komm schon, Stinky. Erzähl uns, wo dein Ersatztunnel ist, bevor Max keine Munition mehr hat. Mir geht nie die Munition aus. Ich sagte doch schon, ich weiß nichts über einen Tunnel. Yep. Warum schaust du immer darüber? Wo schaue ich denn hin? Okay, das hilft uns nichts weiter. Tja, ich... Hey, hier. Ich weiß nicht, wie Blabla und Sumsum von meinem Ersatztunnel erfahren haben, aber die finden niemals heraus, dass er sich öffnet, wenn man den Toaster auf Kremieren stellt. Diese Karten haben Stinkys Gedanken wie eine zickige, faule Zwiebel geschält. Ich weiß nicht, wie Blabla... Es ist noch Suppe da! Es ist noch Suppe da! Es ist noch Suppe da! Was? Himmel! Ich schätze, wir müssen mal was wegen dieser Arme unternehmen. Bin ich auch für. Falsch. Wir machen das jetzt auf die rustikale Art. Drück